Liebe kennt eben keinen Altersunterschied. Ein Grund mehr, vorsichtig zu sein. Keine Angst. Ramon und ich, wir sind wirklich nur gute Freunde. Ich hatte einfach eine positivere Reaktion von ihr erwartet. Zumal ich ja morgen geschieden werde. Falls Clarissa Wort hält und erscheint. Wie ich schon sagte, diesmal habe ich alle Eventualitäten berücksichtigt. Aber trotzdem kann was dazwischen kommen. Alexander, bitte bleib bei mir. Jessica, du musst mich vergessen. Ich habe dir einen Brief geschrieben. Wenn du den liest, dann verstehst du hoffentlich, warum es sein muss. Ich will keine Erklärungen. Ich will dich. Aber wenn dich das nicht interessiert... Bitte zurücktreten. Vorsicht bei der Abfahrt. Die Tür schießt Jessica! Hi Tim, alles klar? Könnte nicht besser sein. Bei dir? Ja, ich bin zufrieden. Was bestellen wir uns denn heute mal? Im Dschungel von Mexiko. Also da könnt ihr euch ja noch theoretisch einen Bananenlaster mitnehmen. Aber in der Wüste von Nevada, da sieht es dann schon ein bisschen schwieriger aus mit dem Treppen. Bushi, es hilft nichts. Du brauchst einen Führerschein. Ja, das haben wir gern. Da sitzt die Chefin mit ihrer Aushilfe rum und quatscht. Das ist eine Arbeitsmoral. Hallo, kann ich vielleicht was bestellen? Bedien dich doch selber. Du kennst dich doch aus. Na, die ist gut. Da schuftet man von morgens bis abends. Da muss ich mir noch selbst bedienen. Seit Ramon wieder hier arbeitet, verkommt dieser Schuppen mehr und mehr. Ja, wem sagst du das? Das habe ich auch mehr zu mir gesagt. Was ist denn heute los hier? Also ich trinke jetzt was. Du auch? Steigert vielleicht ein bisschen die Laune. Wohl kaum. Dann eben nicht. Das kam jetzt gut. Da. Soll ich dir mal was zeigen? Was meinst du, ist das hier? Klingelbeutel. Nee, falsch. Aber danke, dass Sie mitgespielt haben. Nein. Das sind die Tageseinnahmen von meinem Kiosk. Lauter 2-Mark-Stücke finden wir jede Menge Scheine. Toll. Und was soll ich jetzt damit? Das ist doch der Beweis, dass ich den Laden voll im Griff habe. Was man von manch anderem nicht behaupten kann. Also ich würde nicht mit meiner Aushilfe rumsitzen und quatschen. Die müsste bei mir arbeiten. Tja, dann könnte man sich mit der Aushilfe aber nicht mehr so nett unterhalten. Siehst du, dir ist es auch schon aufgefallen. Sitzt hier rum. Dauernd. Als ich hier noch gearbeitet habe, war alles ganz anders. Ja, da hattest du wohl bei deiner Chefin nicht so einen dicken Stein im Bett. Was ist das für ein idiotisches Spiel, das wir da mit uns treiben?
kündigen Lösegeldforderungen an und melden sich einfach nicht mehr. Die werden sich schon wieder melden. Da meinst du, die verzichten freiwillig auf die Millionen? Ganz sicher nicht. Aber warum gibt es kein weiteres Lebenszeichen von Clarissa? Warum hören wir nichts mehr von ihr? Arno, hör auf zu unken. Ich endlich. Soll ich? Schneider? Die Entführer? Hallo, Charlie. Ist Clarissa da? Nein, aber worum geht's denn, Christoph? Morgen ist der Termin für die Scheidung. Ich wollte wissen, ob Clarissa wirklich kommt. Warum sollte sie nicht kommen? Oh, das weiß ich. Sprich da noch mal mit ihr. Wo ist sie überhaupt? Keine Ahnung. Was denn? Morgen ist der Termin. Sie müsste doch längst im Lande sein. Christoph, mach dir keine Sorgen. Sie wird ganz bestimmt kommen. Du weißt also nicht, wo sie steckt? Nein, aber wie gesagt, mach dir keine Sorgen. Clarissa will die Scheidung ebenso wie du. Und deshalb wird sie bestimmt auch erscheinen. Ja, allerdings, bei den Summen glaube ich das auch. Naja. Gut, Charlie. Wiederhören. Wiederhören. Du kannst halt Schluss machen für heute. Aber ich habe doch noch gar nicht Feierabend. Du kannst auch weitermachen. Nee, aber kommst du denn auch nicht klar? Ich werde das schon schaffen. Und in der Not habe ich ja immer noch meinen großen, starken Freund. Na gut, dann fülle ich aber noch die Getränke auf. Okay. Sag mal, was soll das? Was? Ja, du bezahlst deinen Mitarbeiter für eine ganze Schicht. Und nach 2 Stündchen schickst du ihn wieder nach Hause. Willst du mir jetzt vorschreiben, wie ich meine Kneipe zu führen habe? Ach Quatsch, das hat doch damit nichts zu tun. Früher hätte sowas nicht gegeben. Trotzdem kann ich doch immer noch alleine entscheiden, wie ich... Ich bin dann weg. Und nochmal vielen Dank, ne? Ciao. Tschüss. Sag mal, was sollte das eben? Ja, ich verstehe einfach nicht, warum Ramon eine Sonderbehandlung kriegt. Die anderen Aushilfen arbeiten für ihr Geld. Ramon ist keine andere Aushilfe. Ramon ist ein guter Freund, okay? Ja, dann pass mal gut auf, dass dir dein guter Freund nicht bald auf der Nase rumtanzt. Sag mal, kann es sein, eventuell, dass du eifersüchtig bist? Was, auf Ramon? Quatsch. Was wolltest du eigentlich in Venedig? Du musst es mir nicht erzählen, wenn du nicht willst. Doch. Ich wollte auf eine Kreuzfahrt. Ja, um dich zu vergessen, weißt du, das mit uns, das ist mir einfach über den Kopf gewachsen. Und wieso, wenn ich fragen darf? Tja, es ist nur schwer zu erklären. Ja, im Brief stand es drin, aber ich versuch's mal. Lass mal. Erzähl's mir, wenn du wirklich Lust drauf hast. War vielleicht auch ein doofer Moment, um zu fragen. Nein. Ich meine, wir müssen ja mal drüber reden. Aber nicht jetzt. Hauptsache ist, dass du nicht gefahren bist. Und wenn du wirklich bleiben willst, dann... Hey, klar will ich bleiben. Dann ist doch alles klar. Aber lass mich nur noch mal erklären, warum ich... Du musst mir nichts erklären. Aber du kannst mir was versprechen, wenn du möchtest. Wenn wieder irgendwas ist und du mal raus musst, sag mir bitte Bescheid. Das ist das Einzige, worum ich dich bitte. Hey, klar. Ich hau nie wieder einfach so ab. Ich muss nur noch eine Sache erledigen. Tu, was du tun musst. Komm nur immer wieder zu mir zurück. Es führt kein Weg daran vorbei. Wir müssen Christoph endlich einweihen. Clarissa kann keine Termine einhalten, sie ist entführt worden. Punkt. Und wie erkläre ich ihm Clarissas Zustimmung zur Scheidung? Gib einfach zu, dass du die Unterschrift gefälscht hast. Ach, na, du bist gut. Glaubst du nicht, dass Christoph mir das ein bisschen übel nehmen könnte? Charlie, was ist eine lächerliche kleine Fälschung gegen eine Entführung? Mit dieser lächerlichen kleinen Fälschung habe ich immerhin versucht, ihm 4 Millionen abzuknöpfen. Wie bitte? Ja, ich wollte damit meine Flucht finanzieren. Ich habe an die Einverständniserklärung zur Scheidung eine kleine Bedingung geknüpft, wie Clarissa das auch getan hätte. Die damit die 4 Millionen kassiert hätte. Sie, nicht du. Ich habe versucht, dass Christoph mir das Geld vorher überweist, vor dem Termin. Christoph kauft nicht die Katze im Sack. Es war halt ein Versuch.
den er dir vermutlich verzeihen wird, wenn wir ihm deine Notlage erklären. Warum stellen wir uns nicht einfach dumm? Woher sollen wir wissen, warum Clarissa nicht zu dem Termin erscheint? Also, da mache ich nicht mit. Christoph setzt so viele Hoffnungen in die Scheidung. Es wäre schäbig, ihn nicht einzuweihen. Und wenn er gleich zur Polizei rennt, dann ist Clarissas Leben keinen Pfifferling mehr wert. Wir kommen so nicht weiter. Seit Wochen drehen wir uns im Kreis. Verständigen wir endlich die Polizei, Charlie. Nein, auf keinen Fall. Dann würde man auf die gefälschte Einverständniserklärung zu sprechen kommen. Oder glaubst du, die Polizei geht einfach so drüber hinweg? Was willst du machen? Abwarten, immer wieder abwarten? Was bleibt uns denn anderes übrig? Ja, tut mir leid, das sehe ich anders. Mach, was du willst. Aber von jetzt an ohne mich. Wie machst du das eigentlich mit deiner Ware? Wird die geliefert? Das muss ich mir alles selbst besorgen. Und was machst du dann mit deinem Kiosk? Du kannst doch nicht gleichzeitig einkaufen und verkaufen. Der Tag hat 24 Stunden. Ist aber ganz schön stressig, ne? Ja, ja, schon. Such dir doch eine Aushilfe, ist doch viel einfacher. Suchst du einen Job? Nee. Nee. Gut. Ich habe ihn nämlich schon an Millie gegeben. Millie? Hat die denn Zeit für sowas? Sie meint ja. Also ich hätte hier eher jemanden genommen, der wirklich Zeit hat. Ach, und an wen hast du so gedacht? Ich weiß nicht, Ramon? Tanja! Hi, Steff. Setz dich. Hast du schon gefrühstückt? Ja, aber einen Kaffee will ich trinken. Mhm. Tässchen. Was führt dich her? Willst du shoppen gehen? Eigentlich wollte ich nur mal wissen, ob die Entführer sich wieder gemeldet haben. Ach, hör mir bloß damit auf. Bin mit den Nerven völlig runter. Bin so froh, wenn diese Geschichte endlich ein Ende hat. Du musst Geduld haben. Wenn du dich an die Bedingungen hältst, kann nichts schiefgehen. Ja, aber ich grüble die ganze Zeit darüber nach, ob man nicht doch zur Polizei gehen sollte. Zur Polizei? Ja, Arno hat doch recht. So kann es nicht weitergehen. Charlie, du darfst dich nicht verrückt machen lassen. Wenn du jetzt zur Polizei gehst, ist das unter Umständen Clarissas Tod. Was soll ich denn sonst machen? Cool bleiben und abwarten. Dann wird schon alles gut ausgehen. Und Christoph? Herrgott, der muss sich halt ein bisschen gedulden mit seiner Scheidung. Was spielt denn das für eine Rolle? Aber er wird misstrauisch werden, wenn Clarissa nicht erscheint. Ja, wir lassen uns eine gute Erklärung für ihn einfallen. Du meinst? Charlie, bis jetzt hast du doch auch alles richtig gemacht. Sonst wäre Clarissa längst tot, aber sie lebt. Also wer soll dir sagen, was du zu tun hast? Arno vielleicht? Ja, bitte. Arno! Guten Morgen, Christoph. Guten Morgen. Wie geht's dir? Prächtig. Komm, setz dich. Danke. Heute ist der Termin beim Scheidungsrichter, ja? Ja. Ja, ich zähle schon die Minuten bis dahin. Ich kann's kaum erwarten. Wie habe ich mich nach diesem Tag gesehnt? Obwohl, irgendwie komisch ist es schon. Es ist immerhin das Ende einer Ära, nicht wahr? Aber sicher gab es auch gute Tage zwischen Clarissa und dir. Ja, auf jeden Fall. Aber deswegen kommt da keine Melancholie auf. Da ist eine Riesendistanz. Christoph? Hm? Was den Ausgang des Gerichtstermins betrifft. Du kennst Clarissa. Wäre es ihr nicht zuzutrauen, dass sie die Scheidung platzen lässt? Vielleicht einfach nur, um dich zu ärgern? Zuzutrauen wäre das schon. Aber 4 Millionen lässt sich Clarissa nicht entgehen. So schnell verdient nicht einmal sie das Geld. Sicher, aber sie ist für jede Überraschung gut. Ich meine, die Möglichkeit, dass irgendetwas dazwischen kommt, würdest du vielleicht nicht ganz außer Acht lassen? Keine Sorge. Moment, ich zeig dir was. Hier. Wie findest du das? Das möchte ich Barbara schenken. Nach der Scheidung. Nach der Scheidung? Ja. Deinen Unkenrufen zum Trotz findet heute die Scheidung statt.
du hier und nicht in Venedig? Jessica ist also tatsächlich geschafft, dich umzustellen. Ja und? Wie geht's dir? Ich weiß nicht. Das musst du mir jetzt bitte erklären. Naja, die letzte Nacht, die war echt wunderschön. Und ich bin auch glücklich, dass du sie geschickt hast und dass ich wieder hier bin. Aber das macht meine Entscheidung auch nicht leichter. Kapier ich nicht. Ich dachte, du hast dich entschieden. Wenn ich mich endgültig für Jessica entscheide, dann entscheide ich mich gegen den Betrieb, gegen das Kinderheim, gegen meine Familie. Weiß Jessica denn, dass du wieder nur auf Abruf da bist? Nein. Mensch, das musst du ihr doch sagen. Das wollte ich ja. Aber sie hat mich gar nicht zu Wort kommen lassen. Und irgendwie war mir es auch ganz recht so. Oh, Millie, ich sterbe vor Hunger. Ist echt alles ausverkauft? Tut mir furchtbar leid. Alles alle. Kein einziger Snack ist mehr da. Kann doch nicht sein. Eine Milch kann ich dir noch anbieten. Ja, her damit. Da. Ja, wieder kriegt noch was. Ich denke, es ist alles ausverkauft. Jetzt ist alles ausverkauft. Na toll. Und was ist mit uns? Na, Frank holt bestimmt gleich Nachschub. Na super, wenn der Unterricht wieder angefangen hat. Was ist denn das für eine Organisation? Hey, was ist denn hier los? Oh, na endlich. Die Leute sind schon echt sauer. Es ist alles leer. Ja geil, ich hol gleich Nachschub. Hier Leute, das ist dafür, dass ihr so lange warten musstet. Greift ruhig zu. Ja, ja. In der nächsten Pause ist das Sortiment dann wieder komplett. Na hoffentlich. Ich übergebe dann mal. Hier ist die Kasse. Na ja, dann. Du, ich muss, mein Mathekurs fängt an. Frank! Ja, das dürften so ungefähr 580 Mark sein. Hast du nicht schlecht Umsatz gemacht. Danke, Frank. Aber ich muss jetzt wirklich los. Ja, wie? Moment mal. Du kannst mich jetzt nicht einfach im Stich lassen. Ich muss dann noch Nachschub holen. Tut mir leid, aber meinen Mathekurs kann ich nicht sausen lassen. Und ich kann den Laden nicht einfach dicht machen, wenn ich weg bin. Was meinst du, was das für ein Umsatzausfall wäre? Nichts zu machen. Der Mathelehrer flippt aus, wenn ich blau mache. Du machst doch gar nicht blau. Du sammelst doch praktische Erfahrungen im Rechnungswesen. Dafür werden mir aber leider keine Punkte angerechnet. Also mach's gut. Ciao. Ja, ja, ciao. Lass mich nur alleine. Vier alt. Kommt sofort. Ich hätte auch gerne noch so eine Alt. Gleich. Ich muss erst noch eine Essensbestellung fertig machen, okay? Oh, oh. Sieht dann nach einem ziemlichen Chaos aus. Ja, endlich tut er mal was für sein Geld. Aber das ist nicht unser Problem. Komm. Doch. Ich kann Ramon bei dem Betrieb nicht alleine lassen. Tim, lass uns das Essen verschieben, okay? Wieso? Nur weil er ausnahmsweise mal ein bisschen was zu tun hat? Ein bisschen? Ramon rotiert's. Ach, der Ärmste. Der tut mir wirklich leid. Ramon schafft das hier nicht alleine. Ramon. Ich höre überhaupt nichts anderes mehr. Jetzt können wir endlich mal zusammen weggehen. Jetzt geht das schon wieder los. Ich habe hier die Verantwortung für den Laden, ja? Und wenn Ramon Hilfe braucht, dann helfe ich ihm. Ist das klar? Ja. Ach, Tim. Jetzt sei nicht sauer. Lass uns es einfach verschieben. Ja. Wenn nichts dazwischen kommt. Ah, da bist du ja. Ausgeschlafen? Ja. Das war aber auch nötig nach einer Woche Frühschicht. Willst du mit uns mitessen oder zuerst einen Kaffee? Nein, ich esse mit. Sag mal, ich habe über Silvester nachgedacht. Wie wär's denn, wenn wir mal wieder alle zusammen zu Hause feiern, so wie in alten Zeiten? Ja, ich glaube, die Jungs haben schon was anderes vor. Ach so. Warum sagt mir das niemand? Und bei dir, wie sieht's bei dir aus? Was hast du vor? Ich weiß noch nicht so genau. Naja, vielleicht willst du auch gar nicht feiern. Wieso? Naja, weil du immer noch diesen Alexander vermisst. Nein, dazu habe ich keinen Grund. Es freut mich, dass du das so siehst. Dann feierst du mit uns. Ja, vielleicht. Ja, oder musst du mit den Kindern im Heim feiern? Das könnte auch sein. Na gut, ich meine, Dienst ist Dienst und geht vor. Aber wenn du frei hast, dann feierst du mit uns, okay? Ja, das könnte ich dann machen, wenn sich nicht noch was anderes ergibt. Wieso was anderes? Man weiß ja nie. Und, bist du schon gespannt auf den Gerichtstermin? Ja. Ich bin froh, wenn ich es endlich hinter mir habe. Hast du noch mal mit Clarissa gesprochen? Nein, sie war da nicht da. Ich habe sie seit Monaten nicht mehr gesehen. Weißt du, wo sie war? Hm.
Ist mir auch völlig egal. Hauptsache, sie kommt zum Termin. Das ist schon merkwürdig, dass sie sich so lange nicht hat blicken lassen. Seit dieser Gala damals habe ich sie nicht mehr gesehen. Vielleicht war sie ja beim Schönheitschirurgen. Oh, Kathi. Ja, und irgendwas ist schiefgelaufen und deswegen kann sie sich gar nicht mehr blicken lassen. Red keinen Unsinn. Also von mir aus kann sie auch mit einer neuen Nase vor Gericht erscheinen. Solange sie überhaupt erscheint. Oh, die wird erscheinen. Darauf kannst du dich verlassen. Was macht dich denn so sicher? Weil ich ihr die Scheidung vergolden werde. Und das lässt sich nicht mal Clarissa entgehen. Der wird sie bestimmt von Charlie Schneider wertvolle Tipps dazu bekommen. Die hat sie nämlich genauso gemacht. Sag mal, wie viel musst du denn eigentlich abdrücken? Das würde dir gerade auf die Nase binden. Und wir mal fragen dürfen. Sagen wir mal so. Es ist viel Geld. Sehr viel Geld. Aber ich bekomme dafür etwas Unbezahlbares. Nämlich meine Freiheit. Und ich würde diesen denkwürdigen Anlass gerne feiern. Und zwar mit euch. Gute Idee. Hier auf dem Schloss? Oder im Restaurant. Ganz wie ihr wollt. Machst du mit? Wenn wir nur deine Scheidung feiern, ja. Aber wenn es wieder so ausartet wie damals mit Arno und Erika. Keine Sorge. Ich werde ganz brav sein. Na gut, dann mache ich mit. Aber nur, wenn du Wort hältst. Tut mir leid, Leute. Ich kann noch nichts dafür. Morgen ist wieder alles da, ich verspreche. Hey, Frank. Hi. Na, schon dicht gemacht? Ja, wie man sieht. Und wann machst du deine Riesenumsätze? Normalerweise jetzt. Aber? Lilly hat mich hängen lassen. Wieso? Schwänzt die heute? Na, nicht direkt. Vormittags war sie da, aber danach musste sie zu irgendeinem Mathekursus. Da ich leider keine Vorräte mehr habe, musste ich den dann dicht machen. Scheiße. Ja. Das kommt davon, wenn man mit Schülern arbeitet. Ich an deiner Stelle hätte mir jemand mit Erfahrung genommen. Ja, aber wer Erfahrung hat und gut ist, der verlangt meistens mehr als ein Zehner die Stunde. Ja, das stimmt. Aber vielleicht kann man da ja noch was machen. Mehr als ein Zehner ist leider nicht drin. Dann würde ich mich an deiner Stelle mal um eine Subvention bemühen. Subvention was? Noch nie gehört. Dann werde ich dir mal ein bisschen Nachhilfe in Betriebswirtschaft geben. Und achte auf ihre Nase. Ich werde versuchen, da zu denken. Auf gutes Gelingen. Wenn es vorbei ist, rufe ich euch an. Und wenn ich hier wieder nach Hause komme, erwarte ich Champagner. Ja, wir kümmern uns drum. Nanu, Herr Kramer. Gratuliere, Sie haben ein gutes Namensgedächtnis. Ja. Herr Kramer hat damals die Untersuchungen zu Bens Tod geleitet. Ich habe auch ein gutes Gedächtnis. Guten Tag, Herr Hauptkommissar. Ja, also ich habe leider keine Zeit. Ich muss weg. Ihr kümmert euch um unseren Gast. Einen Moment, Herr von Anstell. Ja. Was ist passiert? Ist der alte George ausgebrochen? Also wir haben ihn nicht versteckt. Also ihr Humor in Ehren, aber es geht um Ihre Frau. Um? Ihre noch Ehefrau. Ist dir was passiert? Ja. Ist sie tot oder was? Nein, das nicht. Aber sie befindet sich höchstwahrscheinlich in Lebensgefahr. Ihre Frau ist entführt worden.